Für die 10 Finalisten im Stuttgarter Goldbergwerk geht's jetzt um alles. Jetzt dürfen sie einzeln vor die Jury treten und ihre Geschichte zum Tattoo erzählen. Die Jury bereitet sich auf 10 spannende Stories und 10 Horror-Tattoos vor. Wer wird am meisten beeindrucken? Und wessen verpuschtes Tattoo werden die Profis am Ende wirklich retten? Es wäre echt traurig, wenn man jetzt unter den letzten 10 ist und dann aber nicht die letzte Hürde noch schafft. Das wäre echt ein bisschen frustrierend. Da würde ich mit einem sehr unguten Gefühl heimfahren. Aber man kann es ja nicht aussuchen. Kathi will unbedingt die Erste sein. Das taffe Stuttgarter Mädel wird jetzt die Jury davon überzeugen müssen, dass genau sie das Cover abbraucht. Wird ihr das gelingen? Also ich bin furchtbar aufgeregt. Ich habe sowas noch nie gemacht. Also es war alles sehr neu heute für mich. Und ja, ich schaue jetzt mal, dass der Tag positiv für mich endet. Kathi hat ein echtes Horror-Tattoo auf ihrem Unterarm. Dabei sollte es ein Symbol für ihr neues Leben werden. Mein Name ist Kathi. Ich bin 29 Jahre alt. Gerade sehr aufgeregt. die Geschichte zu meinem Tattoo. Die Bedeutung von meinem Tattoo ist eigentlich sehr wichtig für mich, weil es für einen Lebenswandel steht. Ich bin leider Anfang 20 ein bisschen auf die schiefe Bahn geraten. Ein bisschen mit Drogen herumexperimentiert, habe gute Freunde im Stich gelassen, bin ziellos durch die Welt getingelt und habe dann irgendwann zu mir selbst wiedergefunden durch meine Verlobte. Und die hat mich wieder auf den rechten Weg gebracht und ich wollte das einfach verewigen. Ich wollte eine taffe Frau haben, die für Stärke steht, die weiß, was sie im Leben will. Und leider habe ich jetzt ein Monster mit T-Shirt. Komm mal vor und zeig uns mal dein T-Shirt-Monster. Also das echt der Mund, der, also Wahnsinn, echt, das ist echt das Schlimmste, ganz ehrlich. Ja, der Tätowierer, der war Spezialist für Porträts. War Spezialist gewesen? Mhm. Das war ein richtiger Spezialist. Der war richtig Spezialist. Das war ein spezieller Spezialist. Nur einer in Deutschland. Ja. Den gibt's nur einmal. Das steht außer Frage, glaubst du? Das ist ein Spezialspezialist. Ja, gut, würde ich sagen. Danke dir erstmal. Super, vielen Dank. Bis später. Ciao. Bis später. Normalerweise lässt man sich ja gern mal den Namen der Liebsten tätowieren. Steffen hat das genau umgekehrt gemacht, als sie gar nicht mehr seine Liebste war. Hallo. 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 Hi. Hi. Mein Tattoo hat die Geschichte, es ist das von meiner Ex. Aber nicht so, wie alle es denken, aus Liebe, sondern als Erinnerung daran, wie schlecht sie mich behandelt hat und mich betrogen hat. Ach, krass, okay. Da habe ich noch nie gehört. Da lässt sich jemand ein Tattoo stechen daraus? Als Erinnerung, dass ich nicht mehr von Frauen verarscht werde. Das ist ungut. Aber habe ich noch nie gehört. Das ist krass. Das ist krass. Aber ich bin hier, weil ich von meiner Frau, meiner zukünftigen, angemeldet worden bin. Und wir am 25.04. heiraten und sie das möchte es halt. Auch krass. Und sie möchte es halt weg haben. Komm mal ran. Zeig mal. Naja, wir werden sehen, würde ich sagen. Ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Oh ja. Hey, super. Danke fürs Zeigen. Ja. Alles klar, danke. Und dank deiner Frau. Ja, ja. Bis gleich. Krass. Christine wollte mit ihrem Tattoo ein eigentlich harmloses Wort auf ihrem Rücken verewigen. Doch eines hat sie schwer bereut. Sie hätte jemanden mitnehmen sollen, der chinesische Schriftzeichen lesen kann. Hallo. Hallo. Hi. Christine. Hi. Ja, die mit dem blöden chinesischen Zeichen, was zudem dann noch falsch geschrieben ist. Geschichte dazu. Wollte ich eigentlich schon immer so chinesische Zeichen, die Wirbelsäule runter. Wollte mit Teufelchen und Engelchen anfangen. Und dann halt Charaktereigenschaften. Und dann dachte ich mir, starte ich mal mit eins, weil ich ja nicht lange Zeit hatte. Und dann habe ich mit Teufelchen rausgesucht, das auch machen lassen. Innerhalb von 5 Minuten war das Ding geritzt. Ein halbes Jahr später habe ich einen Chinesen kennengelernt. Und dann hat der sich das angeguckt, musste grinsen und wollte wissen, was das eigentlich heißen soll. Dann habe ich denen das erzählt, dass das Teufelchen eigentlich sein sollte.
Und dann hat er gemeint, dass es das in China gar nicht gibt. Also es gibt weder die Verniedlichung noch irgendwie Teufel oder Hexe oder sowas, sondern immer nur diesen Oberbegriff, das Böse. Und dann hat er zu mir gesagt, wenn es richtig geschrieben wäre, weil ein Strich wohl zu viel ist, würde es das Böse heißen. Und das will ich natürlich nicht aufnehmen. Und mit einem Strich zu viel heißt es jetzt was? Gar nichts. Das ist sozusagen nicht. Das ist nur in Zeichen. Falsch geschrieben. Ja. Also nicht mal Hühnchen Chop Suey vielleicht oder irgendwas in einem Buchstabe. Komm mal ran. Komm mal ran. Es war halt negativ. Ja. Also, greif mal rüber. Das hat ewig gedauert, bis es verheilt war. Die China-Sünde. Die China-Sünde. Nicht Suppe, sondern Sünde. Danke euch. Danke dir. Bis später. Danke. Ciao.